Willkommen zurück bei Pentiment. Otto ist tot. Das war etwas überraschend, aber ich muss gestehen, ich habe mir schon gedacht, dass noch irgendeiner draufgehen wird, muss. Das, ja. Wir marschieren. Hanna. Hallo Meister Maler, kann ich etwas für euch tun? In der Tat, ihr habt euch in der Allmende Lautstadt gegen Otto ausgesprochen. Worum ging es da? Warum genau das, was ich gesagt habe? Ich will nicht, dass jemand verletzt wird, vor allem nicht hier. Wir haben bereits einen Tod in Tassing zu verkraften. Wir brauchen keinen weiteren. Otto war Ideologe. Die Goldene Hand ist auf Pilger und Reisende angewiesen, Andreas. Wenn es nach Otto gegangen wäre, wäre alles ins Chaos gestürzt. Schwaben brennt schon. Wir brauchen Gesetze, um zivilisiert zu leben, Andreas. Wofür Otto eintrat, das hat mir Angst gemacht. Danke, Meister Maler. Ich wünsche euch einen schönen Tag. So. Wer ist denn der Joshua? Der tut sicher da wieder. Der wetzt das Messer schon. Hallo, Andreas. Ein namenloser Nico. Meister Maler, kann ich etwas für euch tun? Nico, habt ihr hier drinnen irgendeinen über den Mord an Otto sprechen hören? Nicht nur darüber reden, aber ihr wisst schon. Ja, ihr wisst schon. Genau. Ihr meint, dass sie etwas damit zu tun hätten? Oh nein, an so etwas würde ich mich sicher erinnern. Allerdings bemühe ich mich, keine Gespräche zu belauschen. Ich will nicht angebrüllt werden oder Schlimmeres. Aber vielleicht habt ihr mehr Glück, wenn ihr mit den Leuten redet. Bier löst immer die Zunge. Gebt eine Runde für alle aus, dann könnt ihr hier machen, was ihr wollt. Es wird allerdings eine Weile dauern. Interessante Idee, später vielleicht. Bis dann. Kilian. Guten Tag, Meister Maler. Segen euch. So, dann schieben wir mal hinaus hier. Andreas, genießt ihr das Feuer? Die scheinen nur zu besinnen, wenn ihr hier seid. Was macht ihr hier eigentlich? Warum? Er kann euch nicht hören, er ist fort. Ich glaube doch aber nicht, dass er mich hören kann, Tor. Der Schrein ist für mich. Ich werde nicht meine wenigen verbliebenen Jahre auf Erden damit zubringen, an seinem Grab zu jammern. Arbeitest du für Vater Thomas? Arbeiten? Ich bin seine Sklavin. Ich putze die verdammte Kirche und halte sein Haus in Ordnung, damit ich ein Dach über dem Kopf habe. Ungefähr zu der Zeit, als der Baron ermordet wurde, da habe ich mein Haus verloren. Der Abt dieser Fünfhuts hat es mir weggenommen. Nun bin ich auf die Almosen der Kirche angewiesen. Ich hasse die Kirche so sehr wie die Abtei.
Ich wünschte, es gäbe eine Hölle, dann könnte ich all diese heiligen Männer dorthin schicken. Er glaubt, er kann mich retten. Ich lasse ihm in dem Glauben, solange ich ein Dach über dem Kopf habe. Nein, warum sollte ich und was geht es euch an? Ich nichts, ist das alles? Bis später. Mehr. Oh, Andreas, was habt ihr wieder angestellt? Das war einfach furchtbar. Ich hätte der Zwölfer nie erlauben dürfen. Was passiert, wenn gewöhnliche Leute durch unsere Lektüre aufgewickelt werden? Manchmal schon. Dass ein einfacher Bürger zu lesen versteht, heißt noch lange nicht, dass er die Bücher begreift, die er da liest. Manche dieser Texte schüren geheime Leidenschaften. Nicht alle wurden aus demütiger Absicht verfasst. Diese Schriften, diese Bücher pflanzen ihnen verrückte Ideen ein. Schwester Amelie und ich haben gesehen, was passiert, wenn gute Menschen die Teil einer tobenden Menge werden. Das sind zum Glück nicht, es war viel früher. Bevor wir nach Tassin kamen, war ich Priester in einer Stadt in der Nähe eines Benediktinerklosters. Die Stadt war voller guter Menschen. Aber die guten Menschen wurden von einem gebildeten Nachbarn, dem Arzt der Stadt, in Panik versetzt. Er hatte das Malus Maleficium gelesen. Es hatte ihm Ideen in den Kopf gesetzt. Das Hexenjagdhandbuch, der Autor wurde aus Innsbruck vertrieben, nicht wahr? Ja, aber die Nachrichten davon hatte unseren Arzt nicht erreicht. Eine Sache, die der Autor des Buches und der Arzt gemeinsam hatten, war die Verachtung und der Hass auf Frauen. Für den Arzt war das Kloster ein Hexenzirkel. In Schwester Amelie sah er keine Mystikerin, sondern eine Frau, die von bösen Geistern besessen war und Blasphemie sprach. Aber bestimmt hat der örtliche Richter das nicht geglaubt. Nein, aber das spielte keine Rolle. Der Arzt schürte die Ängste seiner Nachbarn. Was ich auch tat oder sagte, es machte keinen Unterschied. Sie hörten nicht auf die Vernunft, sie hörten nicht einmal auf die Schrift. Mitten in der Nacht versammelten sie sich am Kloster und steckten es in Brand. Schwester Amelie hatte Glück, mit dem Leben davonzukommen. Moment einmal. Ein Brand in einem Kloster, schau mal. Da, 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 da. Haben wir hier den Mörder? Ui, 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 ui. Ich glaube, ich habe es ganz am Anfang gesagt, dass Thomas der Mörder ist vielleicht. So, da haben wir ihn vielleicht. Ja? Die übrigen Nonnen hatten nicht so viel Glück. Ich bin mir also nur allzu bewusst, was passieren kann, wenn sich eine tobende Menge bildet. Ich hätte wissen müssen, dass es wieder passieren würde. Das hier ist meine Schuld. Na, sagen wir mal nix. Man sollte meinen, die Bauern wären nach Ottos Tod so schockiert, um ihr hoffnungsloses Anliegen vorzuführen. Aber sie sind wütender denn je. Völlig überraschend. Ja.
Alles wird gut, Vater. Habt Vertrauen. Ich vertraue auf Gott. Mein Glaube an die Menschheit wird auf eine harte Probe gestellt. Es bringt wohl nichts, sich wegen vergangener Geschehnisse zu grämen. Ich muss mich, soweit es die Umstände zulassen, um die Menschen in der Stadt kümmern und die Besserung bitten. Apropos, ich muss den Stadtbewohnern noch die Beichte abnehmen. In Tassing ist es Tradition, nach der Johannesnacht zu Beichte zu gehen, falls in der Nacht etwas passiert ist, das nicht bis Ostern warten kann. Ich muss den Einheimischen Vorrang einräumen, aber wenn ihr ein paar Stunden warten könnt, habe ich Zeit für euch. Ihr müsst natürlich nicht, aber es wäre nachlässig von mir, es nicht anzubieten. Ja, das klingt doch ausgezeichnet. Oh gut, es dauert sicher eine Weile, bis die anderen durch sind, aber bleibt gern hier und betet. Okay, das ist überraschend jetzt gewesen. Benedikte segnet. Lumi sieht, wo es kommt. Ich bekenne Gott den Segen als den Heiligen Erzengel Michael. Heiligen Teufel und wann? Ja, Heiligen und ich. Durch meine Schuld. Was führt dich zur Beichte, Paul? Ich habe meinem Vater nicht gehorcht und bin zu den Ruinen gegangen, um zu zeichnen. Wie oft? Dreimal. Du musst jedes Mal gewusst haben, dass es falsch war. Warum tatest du es wieder und wieder? Weiß nicht. Ich finde einfach, es ist eine dumme Regel. Cool, wie halt einfach alle bisher da raten. Gibt es noch etwas, Paul? Ich hatte unreine Gedanken über ein Mädchen. Wie oft? Ich weiß nicht genau, ziemlich oft. Nun gut, noch etwas. Also Vater, ich kann das nur flüstern. Das ist in Ordnung, Paul. Ich sah meinen Vater mit einer Frau bei den Ruinen. Einen fleischlichen Umgang. Das ist ein schwerer Sünde, Paul, aber du bist nicht hier, um. Aha. Ja, Vater, gehöre deinem Vater, meide die Versuchung, ein Mädchen zu dienen. Ich möchte, dass wir Harmonie mit unserer Familie leben. Es kann aber keine Harmonie geben, wenn du deine Eltern nicht gehorchst. Und wenn du deine Gedanken wieder zu dem Mädchen wandern, bete zur heiligen Jungfrau um Stärke. Ja, Vater. Als Buße lege ich dir 5 Ave Marias und 2 Vaterunser auf. Ja, Vater. Ach Gott, so viel Text. Dominus, Noster, Christus, ab. Oh, auf Gottes Willen. Der Herr spricht dich also los und löse dich seine Autorität von jeder Fessel der Exkommunikation und des Interdikts, soweit ich es verwag und du es bedarfst. Deine Heder. So spreche ich dich also von den Sünden im Namen des Vaters, Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Er sagt es einer Frau, römischen Ruinen. Herumhuren, Kaspar. Oh. In jedem Fall sehr interessant. Oh.
Was wünschst du zu beichten, Grit? Nun, Vater, ich stritt mit meinem Ehemann über seine Unterstützung für die Bauern. Ulrich ist das Oberhaupt deiner Familie und doch ist es nicht sündig, manchmal uneins zu sein. Das ist eine ernste Angelegenheit. Die Bauern wollen Dinge ändern, die schon immer so gewesen sind. Wenn Leute versuchen, das Wesen eines Ortes auf den Kopf zu stellen, spielen sie mit dem Feuer, mit der Sünde. Ist Ulrichs Seele in Gefahr? Okay, das sagt die Gret. Wer war Ulrich schnell einmal? Ja. Ich weiß, dass Ulrich ein guter Christ ist, aber ich fürchte, die Bauern könnten sich der Gewalt bedienen. Ich dachte, Ottos Tod könnte die Bauern von ihrem Pfad abbringen, doch er festigte ihren Kurs nur. Oh Gott, der arme Otto. Okay, Gret weiß nicht. Schreibt sie. Meister Andreas glaubt, der Gret könnte Otto getötet haben. Sie liebt ihren Mann, aber ich denke nicht, dass sie Otto umbringen würde. Tja, ihr kennt sie wohl besser als ich. Alles in Ordnung, Gret. Es tut mir leid, ich hätte nichts sagen sollen. Ich bin hier, um deine Beichte zu hören. Nein, nein, Vater, danke, das weiß ich zu schätzen. Natürlich, nun bedenke, was ich über den Unterschied zwischen Uneinigkeit und Ungehorsam sagte. Ja, Vater, ich... Jesus möchte, dass unsere Familie in Harmonie leben, aber es gibt durchaus Raum für Meinungsverschiedenheiten, vor allem bei derart wichtigen Themen. Als Buße sage zwei Ave Marias und ein Vater unser. Ja, da spricht los, fuck, darf, okay. Nein, Vater, sonst, okay. Das war überhaupt nicht hilfreich. Beichtet irgendwer mal was Nützliches. Was hast du zu beichten, Anna? Das wird doch Zeitverschwendung. Vater, ich habe während des Johannesnacht Sachen geklaut. Wie hast du das angestellt? Ich wartete bis zum Feuer und dann ging ich raus und nahm einfach Sachen, wenn Leute nicht guckten. Das ist eine ernste Sünde, Anna. Was hast du gestohlen und von wem? Eine Kerze aus dem Haus von Agnes. Ich habe auch einen Becher aus Johann Bauers Haus genommen. Und einen Brief aus Martin Bauers Haus. Einen Brief, weshalb? Ich habe dir doch noch nicht einmal das Lesen beigebracht. Weiß nicht, er sah so schick aus und die Tinte hatte eine hübsche Farbe. Wird das, ist das so ein Brief, den was wir gekriegt haben? Seht ihr? Das ist dämlich. Dann sollte man da einen schicken Brief haben. Mit Tinte in einer hübschen Farbe. Der Brief muss die verborgene Hand verfasst haben. Wenn er noch bei allem, dann finde ich ihn vielleicht der verborgene Hand erhalten. Nun, Anna, du musst die Sachen zurückgeben, und zwar alle, und du musst dich bei den Leuten entschuldigen, die du gestohlen hast. Entschuldigen kann ich sie nicht heimlich zurückbringen.
Die wissen wahrscheinlich gar nicht, dass sie weg sind. Nein, und wenn du so weiter machst, wirst du noch so wie einst Martin Bauer. Martin fand Gott und seine Familie wieder, aber nicht jede Geschichte eines eigensinnigen Kindes endet so glücklich wie die eines verlorenen Sohnes. Mein Altvater. Entschuldige dich bei Gott und bei den Leuten, von denen du bestohlen hast. Ja, Vater. Als zusätzliche Buße sagst du 5 Ave Marias und 5 Vater unser auf. Ja, Vater. Etc., etc. Wir kennen's. Das war deine Ego. So. Martin. Okay, das ist aber eigentlich ein cooler versteckter Hinweis gewesen. Trotzdem. Der Martin Bauer hat also so einen Brief gehabt. Also zum Beispiel, du warst doch gerade zu Ostern hier, sag nicht, dass als Vater zu Johannesnacht lag ich bei der Frau meines verstorbenen Bruders. Was? Ich so, das war unerwartet. Das ist das dritte Jahr in Folge. Vater, bitte sprich doch leiser. Oh, eine fürchterliche Sache, natürlich, natürlich. Dreimal in 3 Jahren. Johann. Ja. Ich lege es ja nicht drauf an, Vater. Wir lassen uns nur weiter zu hinreißen. Jetzt in Johannes hinein. Zeit, Vater. Das muss aufhören, Johann. Gottes Gnade, ich kenne dein Herz nicht, aber er tut es. Wenn du die Sünde nicht in dir selbst erkennst, ist die Erlösung so fern wie Jerusalem. Ja, Vater. Zur Buße sagst du 5 Dekaden und vergiss nicht die Vater unser. 5, das dauert ja ewig, Vater. Nein, ewig wäre das Höllenfeuer, wenn du dich nicht zusammenreißt, Johann Bauer. Na schön, ich verstehe. Danke, Vater. Oh, und Vater, ich kann leider keinen Beichtpfennig zahlen. Tut mir leid. Das ist in Ordnung, Johann. Du musst mir nichts geben. Gerade ist es wichtiger, deiner Familie zu helfen. Danke, Vater. Es scheint, Johann hat das schon mal getan, mehrmals. Sagte er irgendetwas über den Mord? Nein, leider nicht. Vielleicht läuft der nächste besser. Ihr seid an der Reihe. Wisst ihr, ich habe meine Meinung geändert. Nun gut, Vater. Warte hier einfach, Kaspar. Ja, Meister. Aber wir haben keine Beweise, dass er war. Okay, vielleicht gleich zur Beichte veranstalten, Vater. Lange Tage, ich denke, Gott wird es verstehen, aber bemüht euch. Also dann, was möchtet ihr beichten, Andreas? Mein Stolz hat
Er hat mich ausgehöhlt. Wie das? Die Zahl der Patronen, die mich in Krakau anstellen wollten, war grenzenlos. Jeder Neuauftrag war nur ein Mittel, meine Fertigkeiten zu perfektionieren und meine Rivalen zu überschatten. Das für einen talentierten Mann eine gefährliche Sünde. Er war alles, was ich hatte, Vater. Die Thematik bedeutete mir nichts und die Zufriedenheit meiner Mäzene ebenso wenig. Porträts, Altargemälde, religiöse Kunst, stets mit den hineingemalten Familien der Auftraggeber. Nichts als Pomp und Eitelkeit, schmeichelhafte Altäre für die Mächtigen. Es scheint, dass Wohlstand und Ruhm weniger näherend sind, als ihr gehofft haben mögt. Ich habe mich verloren, Vater. Ihr dürft die Hoffnung nicht aufgeben, Andreas. Sucht Gott in euren Herzen und ihr werdet ihn finden. Es schmerzt mich, dass ihr leidet und dieses Leid euch auf Abwege führt. Ich kenne nicht den Pfad, der euch zum Glück leiten wird, aber bla bla bla. Ja, wenn ihr nach Nürnberg zurückkehrt, sucht Rat bei eurer Frau und bei eurem Priester. Ja, so puselige ich euch drei Ave Marias und zwei Vater unser auf. Und wenn ihr Verzweiflung spürt, denkt daran, dass Hoffnungslosigkeit eine der größten Sünden wider Gott ist. Es ist Gott ihm ein Greuel, denn wie schlimm die Dinge auch sein mögen, es gibt stets die Erlösung durch das Opfer Christi. Ja, Vater. Ach Gott. Patrici Fili Spiritus Sancti. Amen. So. Gott segne euch, Andreas. Und jetzt entschuldigt mich, ich muss mich auf das Essen vorbereiten. Bis später, Vater. Nun kann ich wohl auch meine Buße leisten. Der Wille geschehe im Himmel auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wir vergeben uns Schuldigern. Und wir wollen es nicht versuchen, sondern was soll das jetzt dreimal machen? Ich hoffe nicht, ey. Das war nur zweimal. Ich glaube drei, oder? Okay. Das ist geil. Was hat das einfach durchklickt? Was war es? Drei, aber mit der zwei Vater unser. Dein Erfolg tue deine Buße. Gut. Amelie, geht es euch gut? Es geht mir gut, mein Leib schmerzt, doch meine Seele steigt empor. Jederzeit. Ihr habt welchen gelauscht, nicht wahr? Ich hörte aber vor einer Weile, da hörte ich jemand anders hier beichten. Bruder Guy kam und bei Vater Thomas zu
Wäre ich denn? Ach, gleich, nachdem er mit uns gesprochen hatte. Interessant. Guy wollte aus zwei Gründen bei Vater Thomas beichten. Zum einen beichtete er über den Diebstahl der Gelder der Abtei. Wann musste das, was Vater Thomas schon einen Verdacht hegte? Mein Geiber, Vater Thomas beichtete, würde das Beichten aus dem Vater die Hände binden. Alter, Supti. Ja, ich weiß, wer Bruder Guy ist. Und er sagte auch, bei seinen Reparaturen hätte Otto Zillmann ihn deshalb zur Rede gestellt. Oder sah, wie Bruder Guy im Hauptbuch der Abtei schrieb und er verlangte, es zu sehen. Er würde beweisen, dass die Abtei Geld hortete, so oder so. Das klingt nicht so gut. Ein Motiv, Otto tot sehen zu wollen. Warum erzählt ihr uns das, Schwester Amelie? Ich bin Himmelfrau tot für die Welt. Glaubt mir doch. Augen, die sehen und hören können. Gernot, wie Vater Thomas missbraucht. Erstaunlich, wie das wieder alles ändert eigentlich. In dieser Tat komprimierte er das Sakrament der Beichte, um es als Schild wieder der Gerechtigkeit zu nutzen. Was hätte dieser Guy? Hätte das voraussehen können. Na geil. Das heißt, es hat das nur beschleunigt, dann theoretisch, wenn der andere getötet worden, also der ältere getötet worden wäre, das letzte Jahr, also das vor 7 Jahren. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Nun muss ich beten, Gott sei mit. So, was sollen wir jetzt tun, Meister? Wir müssen dieses Hauptbuch finden und beweisen für Guys Missetaten. Denn wenn Otto den Abt gezwungen hätte, das Hauptbuch durchzugehen, hätte der Abt bemerkt, dass Guy die Abtei bestiehlt. Genau, er hatte ein Motiv, Otto dauerhaft zu schweigen zu bringen. Wir müssen nur die Abtei durchsuchen, bis wir es finden. Vielleicht können uns auch einige der Brüder und Schwestern helfen. Irgendwie habe ich die Vermutung langsam, dass da eigentlich zwei verschiedene Mörder gibt. Petrode, habt ihr einen Augenblick? Ich habe eine Frage zu Kreuzern. Oh, Meister Maler, das würde mich freuen. Ihr wisst, für meine Pflanzen finde ich immer Zeit. Wie kann ich euch helfen? Ihr kennt ja diese Blume oder wisst ihr, wo sie vielleicht wachsen? Ja, die Blume gibt es hier. Diese hier nennt man Sumpfdotter. Sie wachsen nahe beim Schrein.
der heiligen Satya im Wald vorm Kloster. Ihre Blüten sind wunderbar für allerlei Gebrechen und Schmerzen, doch diese sehen schon recht trocken aus. Tut mir leid, Schwester Gedode, wir müssen wirklich los. Danke für eure Hilfe. Natürlich, natürlich, Gott segne euch. Agnes? Meister Maler, Gott segne euch, Schwester. Wie geht es euch? Mutter Illuminate ist ebenso wie ich über den Tod Ottos betrübt. Und der Herr verliert mir Weisheit in den Trauer, so werde ich Schwestern helfen. Wie Jesus sagte, dem mein Joch ist sanft und mein Laster ist leicht. Nun kann ich Schwestern ihre Trauer leiten. Na, ich, Meister Maler, Gott segne euch. Euch ebenso. Ein sinnloser Dialog, danke. Ich wollte euch danken, Meister Maler. Ihr habt mich trotz allem, was mir durch die Hände des Barons widerfahren ist, nicht verurteilt. Das weiß ich zu schätzen. Nun, das war eine einzige Tragödie. Ich hatte nicht erwartet, euch wiederzusehen, aber ich bin froh, dass der Herr mir gestattet, euch recht zu danken. Ich muss zurück an die Arbeit. Erzählen euch. Ebenso, Schwester. So, was haben wir hier? Die Sophie. Und es ist also wie schön, euch wiederzusehen. Gleichfalls, Meister Maler. Weil es ist lange her, Meister Maler. Ich muss euch an mein Gelübde erinnern. Darf ich mit mir sprechen? Vergibt mir. Wen haben wir denn da? Ein Karl? Peter hat allen verboten, die Bibliothek zu betreten. Das gilt auch für euch, Andreas. Aha, was haben wir denn da? Ich doch. Natürlich haben sie das, ist voller Gold in Form von Kerzen und Kerzenhaltern. Mal schauen, ob noch etwas hier ist. Da ein Tagebuch. Das könnte das Hauptbuch sein. Schauen wir es uns an. Ich verstehe nichts davon. Schauen wir uns die Einträge an. Um Gottes Willen. Einkommendatei vor Einspiel Pilgern, nicht sonderlich viel. Das sind ja auch einige sind schrecklich hoch. Jetzt einfach mal klassisch und klickt das einfach mal alles durch hier. Summare, Groschen, Evi, Pfennigum.
Warte, ich glaube, jetzt verstehe ich es. Er verwendete doppelte Buchführung. Das ist eine schwer zu durchschauende Art der Buchführung. Der kommt gerade so über die Runden, aber die Konten scheinen ausgeglichen zu sein. Ach, das hatte gerade nicht so Hardbuch. Einfach nur ein Blatt Pergament mit einigen Notizen, aber warum steckt es dergestalt im Hauptbuch? Das sollte ich behalten, nur für alle Fälle. Etwas stimmt hier nicht. Ich sehe nichts, Meister. Die Flucht war etwas viel für mein Alter. Ich spüre schweren Herzensschmerz, aber es wird vorübergehen, wenn Gott will. Ich muss und halte durch, Redok. Ach, danke für nichts. Göttchen, habt ihr kurz Zeit? Natürlich, Andreas, was kann ich tun? Was ist mit ihm? Und will er der Abtei Geld stehlen? Nein, Andreas, ich weiß nicht, was ihr meint. Ja, Entschuldigung, habt ihr Beweise, um diese Behauptung zu untermauern? Beichtet bei Vater Gernot, wie wir alle, er hat gebeichtet, dass er Geld aus der Brüche. Die Schönheit ist eine Mystikerin und nicht ganz bei sich. Ihr glaubt mir nicht?
glaube euch, dass ihr es gehört. Drift. Es steht nicht gut um die Abtei. Sag mir etwas, das ich an Peter weiterleiten kann. Damit ihr eine Brüder 31, ja. Seine Heimat, Andreas, erscheint ihn zu beruhigen. Mhm. Ein ekelhaftes Geräusch, um es nochmal kurz hervorzuheben. Das habe ich noch nie gehört. Es ist zwar nicht Teil unserer Hymnas, aber es scheint ihn zu beruhigen. Ich sorge mich um Bruder, er vertieft sich in Gebete, seit wir in der Politik geflohen sind. Gewalt und Unfriede ist das reinste Gift für seine Seele. Na bitte, wie ich sagte. Ich weiß es nicht. Kennt das gut. Ich glaube an euch und Mathieu glaubt an euch. Ja, das tun wir alle. Na gut, versuchen kann ich es. Gehen wir jetzt reden mit ihm. okay. Das sehen wir, Andreas. In Volkbert. Nein. Volkbert, alles kommt wieder in Ordnung. Woher wisst ihr das, Lukas? Wir müssen der Vorsehung vertrauen. Der Herr führt uns durch. Ich werde nicht. Andreas ist hier, er hilft uns. Endlich ein Lichtblick, Volkbert. Gott hat uns einen Vermittler gesandt. Ich will nicht sterben. Wir werden alle. Oh nein. Ganz ruhig, denkt an das Himmelreich über uns. Mein jeden Tag unserem Herrn preisen. Ob sie mich holen, wenn ich sterbe?
alle heimrufen eines Tages, aber heute stirbt ihr nicht. Volkbert hört auf Andreas, er hilft uns. Aber ich habe viel in der Küche zu tun. Die Brüder wollen schließlich satt werden. Lukas, wir sind verloren. Alle, ich darf nichts sagen. Wenn sie werden mich wieder anschreien. Was? Ihr müsst Andreas sagen, was ihr wisst. Er versucht doch nur, uns zu helfen. Aber na schön möglich. Er ist neulich kurz vor der Vespa zum Schlachthaus gegangen. Ein Buch, er hatte ein Buch dabei. An dem Buch ist nichts ungewöhnlich. Geil, geht normalerweise nie zum Schlachthaus. Er geht ja nicht mal in die Stelle. Diese Arbeit obliegt mir und Bruder Wolslaw. Verstehe. Keine Sorge, danke für eure Hilfe. Schütze uns. MC Florian. Andreas Maller. Ich bin stets froh, euch zu sehen, aber hier reinzuschleichen, setzt euch gewiss großer Gefahr aus. Ihr könnt euch einfach nicht aus Gefahr und Ärgernis heraushalten, oder? Scheine ich ein Talent dafür zu haben. Möge Gott über euch wachen und euch sichere Wege durch die Gefahren aufzeigen. Dennoch muss ich fragen, weshalb ihr in der Bibel... Aber der Abt war es nicht, das wissen wir alle. Gewiss denkt ja das doch nicht, oder? Verdächtige jemand anders hier? Na, Ferek, nicht, dass ich euch die Schuld dafür gebe, Andres, aber das sind üble Vorzeichen. Und dennoch mag es nicht mit dem Mord zusammenhängen. Es klingt nicht gut, selbst ein Ansatz einer Verbindung mag die in Rage versetzen, die schon zürnen. Wahnsinn, auf einmal, wir sitzen fest. Aber viel mehr als Sachverstand braucht es nicht, um ein Bauwerk voller Bücher niederzubrennen. Wenn sie dem Abt oder der Abtei Gewalt antun, werden die ihnen keine Gnade zeigen. Glaub mir, eine direkte Nummer mit echt soll wie ein Gemetzel enden. Von was mit die Lagen von Schloss Dorneck. Vielleicht zu viel davon in den jungen Geist. Ach, lange ist es jetzt her. Doch andere sind schlimmer dran. Ich sorge mich um Volkbert und Rüdiger. Sie sind Farbe. So. Mich Edok. Er ist alt und gebrechlich und unsere Flucht hat ihm nicht gut getan. Er spricht von Schmerzen in der Brust. Mein Werkzeug komme ich nicht und wäre es anders, wüsste ich doch nicht sicher, was gegen sein Leiden helfen könnte. Vielleicht soll er. In Adalas, oder? Evidentian, Tiptom, Ruprechtskreuz, Schwarze Nachtseiten. Also Schwestergruppe mag euch dabei hilfreich sein, sie kennen sich mit den Kräutern am besten aus. Wenn ihr welche davon finden, spricht mit ihr, sie kann bereiten, was notwendig ist. Habt euch wohl, Andreas, und ebenso Florian. Andreas, Bruder, geil.
scheint nicht unheimlich riesig zu sein, durch die Krypta, um uns zu besuchen. Dass jemand Otto umgebracht hat, jemand, der nicht der Abt ist. Oh, war vielleicht nicht der erste Anfang? Nein, nicht mehr Prior, er wurde vor seinem Tod des Amtes und nur noch Ferenz. Der Verlangener glaubte immer, dass das Kloster durch fehlende Gelder zugrunde gehen würde. Es scheint eher so, als würde Andreas Mahle ihm den toten Stoß versetzen. Braucht ihr sonst noch etwas? Jetzt nicht, dann will ich Gott euch segnen. Bis später. Komm schon, nimm die Kurve. Ja, wunderbar. Sehr schön. Gott segne euch, Andreas. Ist für uns und Gottes Tod etwas Neues aus dich gekommen? Im Moment nicht. Jura Pero, oh, den Frieden, alter Freund. So, was haben wir da? Cecilia, der Grabstein ist für gute Gott, ihre Familie muss ihnen in Auftrag gegeben haben. Okay. Warum lügt hier ein Buch herum? Ist aufgeschlagen. Ich frage mich, wer es gelesen hat. Ich frage mich, wessen Werk das ist. Oh Gott. Das scheint ein Buch über Exorzismus und Kultismus zu sein. Wofür genutzt wurde, er hatte nichts in der Abteilung zu suchen. Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. Beschrift. Jetzt eine lose Seite. Mirel Otto. Ottos Name steht in der Mitte eines. Aber warum? Seite ist dann eine andere Hand verfasst. Kenne diese nach rechts neigende Handschrift. Es ist die von Bruder Geil. Der hat versucht, Otto zu verfluchen.
Jetzt schauen wir mal in den Keller. Es ist schon wieder so, dass eigentlich jeder hätte sehen können. Ihr werdet einen vielleicht Tipp dann, habt ihr derartiges? Oh mein Gott, Meister Maler, das ist in der Tatsächlichung, lasst mich nachdenken. Gilbertsen ist höher in den Bergen, aber ich erinnere mich auch an ein paar Pflanzen hier im Wald. Wenn ihr mir welchen bringen könnt, weiß ich eine Brühe, die helfen sollte. Möge Gottes. Echter Fetch-Quest hier. Ich sage mal danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann bei der nächsten Episode.